Ein alter Buckel-Volvo ist in Schweden selbst heute nichts Außergewöhnliches. Aber wenn eine ganze Kolonne von historischen Fahrzeugen durchs winterliche Gammelstadt rollt, dann sind echte Oldtimer-Enthusiasten am Werk. Wer sonst würde seinen Klassiker bei eisigen Temperaturen aus der warmen Garage zerren? Jan Unander hat wie alle anderen keine Sekunde gezögert und er hat sich sogar bereit erklärt, uns seinen Volvo Amazon für die Moderation dieser Sendung zur Verfügung zu stellen. Der Ort des Oldtimer-Treffens hat Historie. Gammelstadt ist eine sogenannte Kirchstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Früher hat die weit verstreut lebende Kirchengemeinde die 450 kleinen Holzhäuser vor und nach dem Kirchgang für die Übernachtung genutzt. Es gibt in Nordschweden noch einige dieser Kirchdörfer. Gammelstadt ist jedoch das größte seiner Art. Seit Mitte des 15. Jahrhunderts läuten die Glocken in Gammelstadt. Heute hat sich hier eine Oldtimer-Gemeinde zum Benzingespräch versammelt. Neben einem etwas deplatziert wirkenden Bentley gab sich auch ein Weltstar die Ehre. Den Volvo P1800 kennt man aus der Serie Simon Templar als Roger Moores Dienstwagen. Die französische Gangsterlimousine friert es sicherlich mehr als den einheimischen Buckel-Volvo. Darauf wird aber keine Rücksicht genommen. Hier oben im hohen Norden von Schweden müssen Oldtimer auch in den langen, kalten Wintermonaten ihren Besitzern das Hobby versüßen. Aber dass selbst einer der raren Volvo P1900 gefahren wird und nicht in einem Museum verstaubt, wundert uns dann doch. Er hat ja runde Räder. Ein Auto ist ja dazu da, um gefahren zu werden. Ich habe ihn in den USA gefunden. Dort stand er in einer Scheune. Er war dort nur 2 Jahre. Dann kam er wieder zurück nach Schweden. Der Wagen hat eine Kunststoffkarosserie. Er sollte wie eine Corvette wirken, damals in den Jahren 1956 und 57. Es wurden aber nur 67 Exemplare gebaut. Dann sagte Volvo, stopp. Schade, denn aus heutiger Sicht wünscht man sich mehr von diesen schnittigen Volvo Roadstern auf den Straßen. Wegen großer Konstruktionsmängel legte der neue Chef Gunnar Engelau die Produktion bereits 1957 nieder. Der Citroën B11 zieht schon eine frostige Miene, aber hält noch tapfer mit dem Volvo Amazon mit. Eine bunte Karawane aus historischem Blech dreht sehr diszipliniert eine Runde durch Gammelstadt. Nur einer sehnt sich nach der Wärme der Côte d'Azur. Wo ist das Problem? Mir ist das Benzin ausgegangen. Das sollte eigentlich nicht passieren, aber die Tankanzeige stand zwischen leer und voll. Meine Frau hat mir etwas Benzin vorbeigebracht. Mögen Sie nur Oldtimer von Citroën? Ja, ich glaube, Citroën hat eine sehr spezielle Technik, die mich fasziniert. Und dazu passt das Barett, der Rotwein und der Knoblauch. Eben das ganz typische französische Klischee. Zündung an und er läuft. Na also, wer sagt's denn? Von wegen unzuverlässiger Franzose. Sollten wir keinen Strom mehr haben, kann ich auch manuell wischen. Der schöne Amazon war in Schweden bis vor kurzem noch für einen Apfel und ein Ei zu haben. Gute Exemplare, wie der von Jan Unander, sind inzwischen in liebevollen Händen. Aber warum benutzt er seinen Amazon sogar für lange Urlaubsreisen? Nun, weil es der einzige Wagen war, den ich hatte. Wir haben ein Ferienhaus in Kroatien und der Amazon war das einzige Auto, das in Frage kam. Also setzte sich die ganze Familie hinein und wir sind damit zu 5 nach Kroatien gefahren. Das funktionierte einige Jahre ganz gut. Wo immer man mit einem Oldtimer vorbeikommt, gehen die Menschen auf einen zu. Auch in Italien, als wir damit zu Ferrari gefahren sind, fragten uns die Leute, wie es nur möglich sei, damit bis nach Italien zu fahren.
Es gibt dort erstaunlich viele Menschen, die sich für alte Volvos interessieren. Wenn dieser Volvo schon mehrmals die Strecke Lappland, Kroatien und zurück überlebt hat, wird er uns während unserer Tour durch Nordschweden sicherlich nicht im Stich lassen. Vielen Dank an den kleinen Kreis echter Fans, die sich nicht zierten, ihren Oldtimer auf Schnee zu bewegen.